ist gar nicht frei, nach, dass ich gerade das Spiel gestartet habe, beziehungsweise den Safe Stunt. Habe ich mich gefragt, wieso stehe ich auf einem Pilz? Ja, das sind die typischen Fragen des Lebens, die Chicken sich tagtäglich stellt. Ich wache morgens auch meistens auf und frage ich, wieso stehe ich auf einem Pilz? Serana, kannst du mir diese Frage beantworten? Ich glaube, das weiß sie selber nicht. Wo gehst du jetzt hin? Alles klar, egal. Die Chicken haben offscreen ein bisschen ihr Inventar ausgeräumt und die benötigten Sachen aus ihrem Haus geholt. Ja, drei Fallwurzel, ein paar Heulerbeeren. Ich habe ein... Da steht ein paar. Ich weiß nicht, wie viele er braucht. Deswegen habe ich einfach mal alle mitgenommen, die ich gefunden habe. Mein Alchemie-Tornisterchen. Aber was ich nicht hatte, waren 10 Stahlriemen. Ich habe nur 6. Also müssen wir noch irgendwo 4 auftreiben. Die Frage ist, wo machen wir das? Irgendwelche Ideen, Serana? Also wäre das jetzt hier Blatten, würde ich sagen, irgendwelche Hügelgräber abgraben. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Und zufälligerweise müssen wir auch noch zu einem Hügelgrab, ne? Das Gildenhul-Hügelgrab. Ach, Holderbären. Wir können ja erstmal hier Dings einweichen. Ob die Leute im Skaldorf was haben? Naja, wir müssen ja sowieso eigentlich zum Skaldorf, weil wir können ja nicht direkt hier in Schnellreise machen. Ja, oder wir laufen hier den gesamten Weg so entlang. Denn Laufen macht ja Spaß! Deswegen drückt Chicken die Schnellreisetaste. Denn Laufen macht ja so viel Spaß, ne? Ja, immer noch dieses... Zweiglingvieh hockt. Ich muss das mal überlegen. Wie hieß das Ding nochmal? Zweigling. Whee! Oberlauf. Ja, Fallwurzdinger einweichen. Schneste Fallwurz. Hätten wir die nicht einfach irgendwo anders in Wasser reinschmeißen können? Hätte doch bestimmt niemand den Unterschied gemerkt. Das sieht man auch nicht alle Tage. Und deswegen sollte man nicht immer Schnellreise machen. Dann sieht man die eigenartigsten Phänomene. Hey, vielleicht laufe ich auch hier den einem Dingsbruder über den Weg. Bei dem Wasserfall war ich schon mal, oder? Was war der mit der Truhe? Oder warst du die Truhe? Hattest du eine Truhe? Keine Ahnung, mir doch egal, gehen wir einfach weg. Ja, Kaninchen unter Wasser. Wow, Stromschnelle. Hui! Wasserfall hinunter! Fällt jetzt was von oben auf mich herab? Mit etwas mehr Beinen und ich laufe in die falsche Richtung. Egal. Ich wollte einfach den Hawkern da vorne zuwinken. Hallo, Mr. und Mrs. Hawker. Skaldorf ist doch irgendwo in die Richtung, Chicken. Ortsangaben, wer braucht das schon? Das ist schon wieder der Hase. Den verfolgen wir jetzt einfach.
Er läuft in Slow Motion im Kreis. Nee, Junge, wenn du Kreislaufprobleme hast, dann sollst du vielleicht mal zum Arzt gehen, ne? Manchmal läuft er echt in Slow Motion. Interessant, interessant. Chicken hüpft die ganze Zeit, ja. Ich habe wieder ein Spiel in den Händen, wo ich hüpfen kann. Den anderen beiden kann ich ja nicht hüpfen. Die nebenbei auch noch EP-Projekte sind. doch, Chicken. Dio, beruhigt euch. Ich bin mir sicher, dass es einen guten Grund gibt, Zumindest mit warum Baldur Batman. uns Eine verlassen hat. Rolle. Er hat euch Da stimmt verlassen? etwas nicht, Fanari. Ich fühle es in meinen Knochen und rieche es in der Luft. Baldur würde nicht weggehen, ohne es jemandem zu sagen. Ich rieche nichts. Macht euch keine Sorgen, Dior. Möchtet ihr schon graue Haare haben, bevor ihr 40 Winter erreicht? Mein Herz wird schwer bei dem Gedanken daran, dass ihr mir nicht glaubt, Fanari. Baldur könnte in Böse. Gefahr sein und ihr tut nichts. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann werde ich den Altschöpfer bitten, jemanden zu schicken, der das kann. Wie sie in meine Richtung guckt. Dieser jemand ist schon hier, Dio. Mir ist nicht nach Plaudern zumute, Fremdling. Einer der Skal ist verschwunden. Wer ist denn verschwunden? Baldur Eisenformer. Als unser einziger Schmied ist Baldur für unser Dorf sehr wichtig. Toll, der Schmied. Den wollte ich eigentlich fragen, ob er ein bisschen Stahlriemen hat. Ist zum Zeitpunkt seines Verschwindens etwas Ungewöhnliches passiert? Ich könnte mich nicht erinnern, dass Baldur sich seltsam verhalten hätte. Obwohl, jetzt, wo ihr fragt, am Tag seines Verschwindens habe ich etwas im Wald gesehen. Ich habe aus großer Entfernung zwei Elfen gesehen, die etwas hinter sich herzogen. Unser Land ist bei den Jägern beliebt, also dachte ich mir nichts dabei. In welche Richtung sind sie denn gegangen? Nach Süden und Westen. Wenn euer Weg euch dorthin führt, könntet ihr euch vielleicht nach Baldur umsehen. Die Skal wären euch dankbar. Wie die Quest einfach heißt, eine neue Stahlriemenquelle und zufällig brauche ich Stahlriemen. Die Asche des Roten Bergs hat das Land krank gemacht. Lol. Als hätte ich es gewusst. Lol. Aber wir werden trotzdem zu dahin gehen. Zum Gülden Hü hieß doch Gülden, oder? Ja, Gülden Hügelgrab. Jack hat sich den Namen gemerkt. Oh. Eine Seemöwe! Sie ist auf der Suche nach Schokolade! Auch! Nicht den Gucken schicken! Sonst kommt das Trauma wieder hoch. Welches Trauma? Weiß nicht. Das, wovon du immer seit dem Tales of Phantasia LP redest? Immer Zeit zu sterben. und immer. Das ist nicht nett. Kuscht euch! Wo ist der andere? Versteckt sich dahinter. Nee, nee, nee. Ach stimmt, ich habe ja den hier Magie, weil wir ja in dem anderen Hügelgrab von dem Typen, mit dem wir mal Geld zuscheffeln, so einen Ring gefunden haben. Wobei ich gelesen habe, dass da zum jetzigen Zeitpunkt noch einen weiteren Gegenstand ich hätte finden können. Waren das Handschuhe? Oder ein Helm? Keine Ahnung. Irgendwas hätte ich dann noch weiterfinden können. Dafür verspreche ich dir einen langsamen Tod. Ich treibe dich ins Meer! Du bist ein Einhorn! Einhorn! Möge Malakat euch holen. Nein? Ey, wie er sich da jetzt eiskalt versteckt in den Wellen. Was? Wehrt euch nicht und ich verspreche euch einen schnellen Tod.
Sagt der in den Wellen. So, gute Nacht, du Einhorn. Ist die Leiche angespült von den Wellen? Wehe, wenn nicht. Nö. Eisgekühlt. Dann fallen mich mit. Quecksilber. Sogar älter als ich. Ob die Drauger noch genauso einfältig. Einfältig? Vielleicht, keine Ahnung. Was hast du so bei dir? Ein bisschen Gold. Ein bisschen Gold. Ein bisschen Gold. Ein bisschen Gold. Gülden Hügelgrab. Starim! Starim! Oh! Abenteurer. Großes Mal, ja. Der süße Duft. Gut, das ist eher ein Geräusch und kein Duft. Wobei... Mir wurde immer gesagt, ich solle Ruinen wie dieser. Ja. Wenn ich es aus den Augen meines Spielecharakters betrachte, dann würde es ja schon nach was duften. Ja, nach Verwesung checken, denn wir sind in einem Grab. Ja, checken, wieso rüstest du nicht einfach die Spitzhacke aus als Waffe und... Ich habe einen Eingang gefunden. Man braucht sogar eine alte Nordspitzhacke, um hier weiterzukommen. Schön, dass das einem gesagt wird. Ach, Syrana. Soll ich dir auch eine Spitzhacke geben? Wieso beobachtest du jede einzelne Bewegung? Syrana, du wirst langsam ein bisschen creepy. Ich müsste jetzt 10 Stück haben, oder? 10. Nicht sogar 12. Dann können wir hiernach zur Metalle zurückkehren und danach nach Telmytrin. Hieß das Telmytrin? Wahrscheinlich. Eine Schatzkammer. Aber ich habe doch damals das Nerv bei Irene. Oh, wow, das ist wunderschön. Ja, ne? Ich bin froh, dass ihr hier bei mir seid. Die Tür ist hinter uns zugefallen. Egal. Egal. Ich habe doch eigentlich als Nerivarine schon alles ausgeräumt. Ich bin Wiederholungstäterin. Dabei ist das hier ein vollkommen anderes Leben. Also, na, ich glaube... Den Becher wollte ich nicht einsammeln. Den Krug. Whatever. Hiernach kann man sich zur Ruhe setzen. So viele kleine Haufen! Wenigstens habe ich hier keine ominösen Lichtbugs wie ein Morrowind. Jedes Mal, wenn ich irgendwas eingesammelt habe, wie den Bogen. Nein. Irgend so aufgeblinkte. Ja. Syrana, hast du wieder deinen Blitzzauber ausgerüstet? Das höre ich bis hierhin. Das macht mich kirre. Dass ich dauernd auch Zeug auch einsammel, was ich nicht einsammeln will, macht mich auch kirre.
Gehmerz-Stiefel. Wenigstens muss ich nicht jede einzelne Münze einzeln einsammeln. Sondern ich klicke einfach den Haufen an und zack, der Haufen wieder eingesammelt. Panzerhandschuhe. Na, Serana, wir haben nur ein kleines Problem, ne? Ist zu. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als den anderen Weg zu gehen. Durch das Gras.